Juhu, einen wunderschönen, was auch immer mit der letzten Aufnahme ist. Ich habe keine Ahnung. Man wird das aber ja im Video wahrscheinlich sehen. Die Aufnahme war ein bisschen komisch. Also der Ton hat gestimmt, aber das Bild war immer so, ne, immer so kurz pausiert und dann hat es wieder aufgeholt, wieder pausiert. Also keine Ahnung, was da. Ja, ob da irgendwie meine Soundkarte ein bisschen asynchron war, meine beiden komischen USB-Stick-Dinger da, womit ich mein Audio aufnehme, ob es daran liegt. Oder tatsächlich eher an der Kamera. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe mal, in der Aufnahme geht es wieder ordentlich. Zum Glück habe ich direkt die Aufnahme überprüft jetzt gerade. Hoffentlich ist das nicht schon früher mal passiert. Oder unbemerkt passiert irgendwann mal. Das wäre ja nicht so schön. So. Gut, wo waren wir? Ja. Schöne Scheiße. Naja, gut. Zum Glück haben wir in der Aufnahme sowieso nicht wirklich was produktiv gemacht. Ich meine, alles, was wir gemacht haben, ist ein bisschen Sand und ein bisschen Erde umgeschöffelt ins Lager und ein bisschen Obsidian abgebaut. Ja. Tropfen schön Kacke. So. Okay. So, wir möchten jetzt Dwarver-Upgrades bauen. Dazu brauchen wir Obsidian für diese Dinger und dann brauchen wir noch Stöcker. Wir brauchen also noch 60 Stöcker und 60 von diesen Dingern. So, um 60 von. Nee, halt, was habe ich denn da? Wir brauchen das Ganze 15 Mal. Heißt also, wir brauchen 15 Upgrades. Das heißt, das Ding müssen wir 4 Mal bauen. Da brauchen wir also auch erstmal Dwarver. Um die Dwarver zu bauen, brauchen wir wiederum 4 Kisten und 24 Mal Holz. Brauchen Sticks. Holz haben wir. Haben wir hier noch Dschungel? Ja, haben wir auch noch. Sehr schön. So, was wir brauchen, ist erstmal unglaublich viel Holz. So. Dann brauchen wir Kisten, 4 Stück. Dann brauchen wir das hier. Ach so, ja, okay. So, 4 Stück. Jetzt kommt das in die Mitte und dann haben wir 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und jetzt das Obsidian. Ach nee, halt. Was kriegt man jetzt diese die Dinger? Ach, okay. Komm, einfach alles. So. 1, 2, 3, 4. Genau. So, jetzt kommt das in die Mitte. Das kommt wieder weg. Und da kommt jetzt das Obsidian hin. Brauchen wir aber noch Stöcker? Wir haben zu wenig Stöcker. Na, leck doch am Arsch. Wir brauchen 60 Stöcker. Okay, warte mal. Danke. So. Dankeschön, Dankeschön. Ach, die kann man nicht stacken. Ja, leck mich doch am Arsch. Oh, passt gut. Ich korrigiere, passt nicht. Gut, du kommst erstmal dahin, wo du hingehörst. In die Ecke und schäm dich. So, da können die Stöcker nämlich dahin. So, dann bauen wir die Dwarva gleich mal ein. Na komm, wir wollen erstmal ein. Nein, ich hole gleich mal ein bisschen Stein. Das, was denn da rein soll. Jetzt kriege ich das aber gar nicht hier rein. Oh Gott, Alter. Ich muss aber hier ganz schön umschiften. So, ihr kommt erstmal da rein. Lal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 a. So, da. So. Das kommt dann
Da rein, da rein, da rein. Du kannst noch da. Du kannst noch da. So. Und Kiste leer. Sehr schön. So, was haben wir hier noch drin? Hier haben wir gerade jetzt auch Cobblestone, da sag ich doch. So, Cleanstone haben wir auch drin. Mehr dann erstmal nicht. Außer noch ein bisschen Silver Sand. Hier haben wir Lehm, Sand, Kies, Gravel, Gravel. Und noch mehr Gravel. So, das war Kiste Nummer 1. Mehr Erde haben wir hier erstmal nicht. Gut. Ich würde das Zeug hier halt am liebsten loswerden irgendwie. Ah, egal. So. Lehm, Sand, Gravier. Die Sachen bleiben mal hier, weil dafür werden wir, davon werden wir nicht so viel anhäufen. Gut, von Lehm eigentlich auch nicht, ganz ehrlich. Sand werden wir halt viel bekommen, durchaus. Shield, Gravel. Ach so, ist ja diese Scheiße. Ich glaube, ich schmeiß diesen Scheiß einfach direkt weg, ganz ehrlich. Ach Gott. Ja gut. Komm. Wir verpissen uns. Kein Bock mehr. So. Das heißt, so, was wir brauchen, das Ganze kommt mal da hin. Ach, Sandstein ist ja auch mit bei. Oh Gott, Alter. So viel Müll und Dreck. Und überhaupt. So, du kommst mal da unten. Hier haben wir Sand. So. Da will man sagen, wir packen erstmal die Upgrades rein. Wir haben 15 Stück. Das heißt, erstmal jeder 2. Klingt, also mit Umschalt geht hier nicht. So, hier ist jetzt einmal halb voll. Hier 10% voll. Und nur noch 5% voll. Sehr schön. So, hier auch. Und da auch. Da auch. Und da auch. Da auch. Und da auch. Und ganz ehrlich, die restlichen 3 nehmen wir einfach mal auf. Die schaden ja nicht. Genau. So. Ja, eben, die Dinger kann man hier nicht reinmachen, weil die nicht stackbar sind, ne? Ganz genau, die kann man hier nicht reinmachen. Weil da gehen ja nur stackbare Sachen rein. Wie das Ding hier zum Beispiel. Das könnte man da reinmachen, aber ganz ehrlich, ich glaube, den schmeiße ich einfach weg. Oder vorbei, nee. So. Jetzt kommt's. Tasche. Hier haben wir einmal Silver Sand. Und, ja, das war's. So, Silver Sand würde ich gerne hier reinpacken. Dessert Sand gibt es dann ja auch noch. Davon haben wir aber noch keinen. Aber was erstmal ist, ist hier oben einmal Steinstein, Cobblestone und dann natürlich rechts daneben Cleanstone. So. Perfekt. So, und hier kommt dann Dessert-Sandstein rein. Später irgendwann mal.
Nee, kein Sandstein, sondern nur Sand. Davon haben wir aber noch keinen, also kommt, bleibt das Ding erstmal leer. So. Genau. Dann würde ich mal sagen, das war's denn hier auch erstmal. Wir brauchen wir hier erstmal nicht. Der Scheiß mache ich erstmal da rein. Und dann gehen wir mal los. Achso, wir haben jetzt hier zwei. Egal. Dann gehen wir mal los und machen unseren Weg. Yay. Das, was wir eigentlich gehabt haben, vor. Tun sein. Ach, halt. Ich brauche. Ach, so nee. Ich wollte gerade nochmal Cobblestone holen, aber haben wir ja. Also, haben wir nicht, aber werden wir ja gleich abbauen. In schierer Masse. Von daher. So, wir brauchen eine Axt. Wir brauchen eine Schippe und wir brauchen eine Axt. Oh, jetzt habe ich gar keine richtige. Doch, habe ich. Da hat gerade schon, ich habe jetzt keine richtige Schippe mitgenommen. Aber doch. Haben wir ja. So. Bauen wir hier erstmal die Bäume ab, die im Weg sind. Also das ist dann auf jeden Fall du, du und die lasse ich erstmal. So. Die anderen Bäume sind alle in Ordnung. Gut. Dann könnt ihr auch da oben rein. Oh, Knocki. Weg bauen. Ah doch, der Baum ist doch ein bisschen nah dran. Ich glaube, den mache ich doch weg. Nee, ich bin. Hä, hab ich gerade Decksteiner gehört? 1, 2, 3, 4, ist doch richtig. Ach, der Weg ist nur 2 breit. Ah, okay, mein Fehler. Ja, das war mein Fehler. Sorry. Dachte, der Weg war 3 breit, so wie alle anderen. Weil normalerweise mache ich den Weg halt immer 3 breit, ne? Kann ja mal passieren. Und ja, ich weiß, die Schippe ist langsam, aber sie ist auch gleich kaputt. Also leckt mal am Arsch hier. Früher hatten wir auch nichts anderes. Ah? Früher mussten wir den Boden wegfeilen. Ich bin halt original mit der Hand genauso schnell. Oh Gott. Oh Gott. So. Ach, ist das fast genauso schnell. Ich weiß, was ihr habt. So, jetzt ist die Frage, machen wir den Tunnel 3 hoch oder nur 2 hoch, dass er so ein bisschen beengt wirkt? Ich würde... Oh, wollen wir mal so richtig eng Tunnel machen, so mit 2x2 Größe oder so? So richtig schön kackbeengten Tunnel? Würde das optisch gut aussehen oder eher nicht so? Also auf jeden Fall 2 breit würde ich den gerne machen. Ne? Also so, dass er halt auf jeden Fall schon mal schmal wirkt. Okay, wir machen jetzt zwar 3 hoch, aber nur 2 breit, ne? Also ungefähr so halt. So, was ist hier los? Da. Dann wird das hier quasi wirklich so ein kleiner Wanderweg. Und das ist auch schon Ende im Gelände. Ey, hallo, ja. So. Na gut, so viel Cobblestone kriegen wir denn hier doch nicht. Scheiß die Wand an. Ich dachte, wir kriegen ein bisschen mehr Cobblestone. So, hier haben wir nochmal Sand. So, weißt du was? Nee. So, was machen wir jetzt hier am dümmsten? Hä? Lol. Alles war Silbersand, außer ein einziger, der war. Oh, ach nee, wir haben wahrscheinlich hier vorne mit abgebaut. Ja, eben hier ist noch ein bisschen normaler Sand mit bei gewesen. So, okay. Das heißt, wir haben hier relativ. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Cobblestone. Das hat bei weitem nicht gereicht.
So. Hier drin auch gleich. Und dann wird quasi das Ding hier einmal rausgenommen, eine Reihe. Und da machen wir dann, also zumindest hier vorne rum. Und da legen wir dann quasi Holzbretter rauf. Sodass das so aussieht wie so ein kleines mit Holzbrettern überdachtes, also mit Holzstämmen. Oder wir machen richtig Holzbretter. Können wir natürlich auch machen. Überdachtes Dach. Und der Boden, der wird halt Cobblestone. So, auf welcher Höhe ist das hier? Genau, auf der Höhe müsste das hier sein. Also das hier muss auch ab und dann können wir jetzt sogar noch ein bisschen runter gehen tatsächlich. So, dass die Holzbretter denn hier auf der Höhe halt sind, ne? Cool. Ich hole mal einen ganzen Sack voll Cobblestone. Und wir brauchen natürlich auch noch einen Hammer, habe ich vergessen. Wir haben jetzt gar keinen Hammer gemacht. Das war ja hammerhart bescheuert. So. Cobblestone. Wollt reichen? Wollt drei Stück, ne? Ja. Ah ne, wann? Sollte Tropfen reichen. So. Ich bin mal gespannt auf die Aufnahme, ob die Aufnahme gut wird. Aber die letzte Aufnahme war ja, um es mal mild auszudrücken, echt bekackt. Das war ja schon ein Griff ins Klo hier. Du darauf. Du ein paar Mal zuschlagen. Achso, ja, das war jetzt dumm. Weg da. Dankeschön. So. Hammer. Aus welchen Materialien kann man so einen Hammer eigentlich alles machen? Ich meine, rein theoretisch würde auch ein Holzhammer reichen. Ist ja genauso wie bei diesen Hose. Ne? Da gibt es ja keinen Geschwindigkeitsunterschied. Das heißt, wir könnten einfach das billigste Material benutzen. Wisst ihr was? Machen wir auch. Okay. Hätten wir doch getan werden können. So, Holz haben wir aber hoffentlich ist insgesamt genug dabei. Doch, sieht gut aus. Cobblestone haben wir jetzt auch dabei, sehr schön. So muss das sein. Warum sind hier so Lichtfehler? Habe ich hier noch was mit World Edit gemacht? Nee, ne? Wie dieses World Edit typische. Hier ist so ein Strich, da vorne ist auch wieder so ein Strich, ne? In so regelmäßigen Abständen sind hier so Striche drin. Das ist eigentlich so World Edit typisch, aber ich habe doch hier gar nichts mit World Edit gemacht, oder doch? Habe ich hier irgendwann mal was? Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir mal im Let's Play World Edit benutzt hätten. Wir haben ja auch gesagt, ein bisschen neu. Und ich merke gerade, hoffentlich war es mit den 200 Cobblestone nicht doch ein bisschen zu arg geschätzt. Aber weil doch geht. Das geht doch. So. Jetzt kommt der hammerharte Hammer. Und hämmert hier mal ein bisschen rum. Wir brauchen Stöcker. Mal wieder. So, der Hammer ist nämlich jetzt so. Genau.
Willst du mich verarschen? Ist jetzt nicht dein Scheiß ernst? Nee, ich nehme mal, warum ein bisschen weiter abseits ist, ein bisschen weiter hier drinne, wo es nicht stört. Boah, hier zum Beispiel kommt der gar weg. Oh. Upsi. Ja, okay. Leg mich doch. Scheiße, die Hände an. So. Ja. Tasche. Tasche. Rein da, rein da, rein da, rein da. Einer. So. Ja, dann wird das mal wieder ein Schuss in den Ofen. So wie immer. Danke. Und wir haben schon wieder keine Nahrung. Lecken Sie mich doch an meinen Pfoten. So. Ja, müssen wir jetzt aufpassen, dass wir wirklich immer nur einmal klicken, weil ansonsten wird daraus nämlich Sand und Sand haben wir schon mehr als genug. Und der haben wir schon weg. Jo, leck mal noch die Kröten. Da, 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 da. So einfach kriegt man einen Kiesweg. Sehr schön. So, jetzt kommt hier auch überall rein. Muss man nur aufpassen, dass wir hier dann natürlich erstmal was soll ich jetzt sagen? Genau. Holz runter machen, damit der Kies da nicht runterfällt, weil ja, der Kies ist natürlich auch der Schwerkraft unterlegt. Das heißt, sobald man raufklickt, also sobald man aus dem Cobblestone Kies macht, wird geguckt, ob da drunter auch wirklich, ne? Also, ja, wird halt die Physik direkt aktiviert. Das heißt, wenn da drunter der nichts ist, fällt der nur mit dem Hauch runter. Das heißt, erst so Cobblestone in der Luft bauen, dann daraus Kies machen und dann bleibt das Ding auch in der Luft, funktioniert nicht. So, die Frage ist, wie bauen wir jetzt hier weiter? Ich würde hier tatsächlich sogar dann auf Kies umstellen und dann hier eine Treppe runterbauen vielleicht. Macht das Sinn? Ich hoffe es und gehe einfach mal davon aus, dass es Sinn macht. Was tue ich hier jetzt? Ne, der Sandblock hätte eigentlich da bleiben können, wobei, nein, hätte er nicht. Okay, ich brauche jetzt mal eine Treppe. So, kriegen wir 8 Stück natürlich wieder draus, war ja klar. Warum auch nicht verschwenderisch sein? Macht ja Spaß irgendwo. Einmal da, einmal da, einmal da. Weißt du, diese Dinger hier, zum einen, die braucht man halt für nichts, ja? Und dann muss man die aber immer abbauen, weil die, ne, sich nicht kombinieren lassen, diese Schwänze. So. Ich würde mal aus optischen Gründen den Block hier auch noch Cobblestone lassen und erst ab hier anfangen. Schon wieder aufgebrochen, was ist denn hier los? Oh, so ja. Nein. So. Dann haben wir zum ersten Mal produktiv diesen Hammer eingesetzt. Oh, scheiße. Und direkt verkackt. Danke dafür. Nö. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen unrealistisch, ne? Mit einem Holzhammer aus Stein Gravier zu machen. Ich meine, das geht vielleicht noch, ne? Wenn man so wirklich so ein Hartholzhammer hat und wirklich einen sehr porösen Stein, dann kann man das vielleicht noch so erklären mit, okay, ne, wenn man so wirklich so porösen, also hier diese, sowas, ich weiß nicht. Es gibt ja diese extrem splitterfreudigen Steine, die dann sofort in mehrere so Schichten zersplittern, die dann so aussehen wie Blätterteig. Ja, sowas gibt es. Aber ich meine, gerade wenn man jetzt so macht sowas wie Obsidian zu Cleanstone damit hämmern, das kann man dann nicht mehr erklären. So hartes Holz gibt es dann definitiv nicht. Bezweifle ich einfach mal. In meiner sehr kritischen Art und Weise. So, was ich hier gerne bauen würde.
Also ihr könnt das Ding auch, also ich wollte das hier auf der Ebene hier, also auf der Ebene quasi Holz machen. Mir fällt aber gerade auf, vielleicht ist das, vielleicht machen wir das Ganze sogar ganz anders. Okay. Vorschlag zur Güte. Ich mache hier tatsächlich nochmal Treppe hin. So und so. Mach hier auch Stein hin. Und verleg hier auch mal Stein. So ungefähr. Das ist quasi jetzt der Weg hier zum Wasser, was nicht mehr betrachtet wird. Aber zusätzlich zu dem machen wir hier oben noch einen Abzweig, dass wir also sagen, okay, hör mal zu, wir machen hier oben eine Plattform hin. Wirklich auf der Höhe, wie man hier rauskommt. Quasi hier so eine schwebende Plattform, also nicht schwebend, natürlich auf Stelzen, klar, aber so eine Plattform wirklich so auf der Höhe. So als, ne, so Veranda-Art mäßig so. Das wäre vielleicht gar nicht mal so ungeil. Machen wir. Machen wir direkt. Da brauchen wir eine Menge Holz. So. Und wir brauchen ein bisschen Platz. So, dann kommt. Du auch noch weg. Achso, siehst du, wir wollten hier noch Holz machen. Bevor wir das vergessen und dann in meiner Planung auch nicht berücksichtigen und das jetzt scheiße aussieht. Boah, das ist wieder bewölkt hier, ey. Goddammit. So. Ach scheiße, wollte doch 3 hoch machen. Hä? Nur bescheuert, Alter, das habe ich doch mit 2 hoch gemacht. Wobei, das sieht, das geht doch mit 2 hoch. Sieht doch geil aus. Wirkt gar nicht so beengt, wie ich zuerst dachte. Nee, es geht voll klar mit 2 hoch. Guckt euch das an, das sieht doch aus wie so ein. Ne? Ich meine, es ein bisschen beengt soll es ja wirken. Aber es sieht jetzt nicht aus wie so ein Bergsteigertunnel oder so ein Bergbautunnel, wo man wirklich den Kopf einziehen muss, sondern man hat halt. Es geht halt von der Optik her. So, hier machen wir jetzt so hin. Scheiß doch die Wand an. So, und jetzt kommt hier nämlich so eine schöne Steinmauer hin. Hier unten müsste dann auch eine Steinmauer sein. So. Die quasi hier so oben so, ne, die Ebene hier so ein bisschen abhält. So ungefähr. Perfekt. Genau. So, also muss ich natürlich den Land wieder hinmachen. Das sieht hier scheiße aus, sieht abgeschnitten aus. Ist ja logisch, ist ja auch abgeschnitten. So ungefähr. So, sehr schön. Okay, also wie gesagt, jetzt auf der Ebene kommt dann hier komplett Holz. Das heißt, die Dinger, die ich unten eigentlich gar nicht hinmachen brauchen. Egal. So, wie weit nach vorne soll die Ebene kommen? Ich würde halt schon so machen, dass man A. Hier drunter halt wirklich langlaufen kann, unter der Ebene hier so langlaufen kann. Das heißt, wenn man hier so auf der Höhe ist, sollte sie komplett überragend sein. Perfekt ist sie auch. Ja doch, dann ist vorne Größe ja so schon wirklich komplett in Ordnung. Dann ziehen wir jetzt genau in der Größe hier lang. Können wir später noch Baumstämme drunter klatschen. So ungefähr. Ich meine, wie lang jetzt die Ebene wird, ist natürlich dann noch eine andere Frage. Ach, man könnte doch überschreiben, okay.
Scheiße, Mann. Wie lang wollen wir die Ebene hier nach hinten ziehen? Also so bis hier so, ne? So, dass dieser ganze grobe Berg hier schon zu Ende ist. Viel weiter brauchen wir nicht, sonst wird es auch einfach zu groß und sieht zu unnatürlich. Also, sieht zu unnatürlich aus, klar. So ein Vorsprung wächst sowieso nicht einfach mal im Wald, ne? Also. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, bis. Ja, bis hier so ungefähr. Ist schon in Ordnung so. So. Danke dafür. Ich hoffe, wir haben den Kreuz dabei. Sieht doch ein bisschen größer aus, als wir vielleicht an Holzvorräten dabei haben. So. Gut, den Rest machen wir dann ein bisschen in der nächsten Aufnahme. Und dann wird die ausgefüllt, Stelzen rangebaut. Und dann wird auch noch ein bisschen verfeinert und dann gucken wir mal, wie das Ganze denn aussieht und wirkt und ob die Aufnahme überhaupt gut geworden ist und nicht so wie die letzte Aufnahme, die komplett scheiße geworden ist. Ich lade sie aber trotzdem hoch. Ne, egal.